So Leute, es kann weitergehen hier mit unserem Landetraining in der Karibik auf dem Flughafen von der Insel Sandbuffs mit der Twin Otter von Wind Air. So, und wir können jetzt auch wieder links eindrehen, um uns auf die Landebahn auszurichten. Ich glaube, jetzt auch ein ganz guter Punkt dafür, genau. Wobei ein bisschen können wir vielleicht auch noch warten, um ein ganz kleines Stückchen geradeaus fliegen. Ein bisschen warten wir noch, bis wir gleich links eindrehen. Wir befinden uns jetzt wieder zwischen 600 und 700 Fuß. Wir sinken auch weiterhin leicht. Oh, die Flaps habe ich vergessen einzufahren, die sind noch auf 10. Na gut, lassen wir jetzt noch auf 10, lohnt sich jetzt nicht mehr einzufahren, weil wir sie jetzt eh gleich weiter ausfahren. Sind etwas unter 100 Knoten schnell. Genau, müssen wir jetzt auch mal auf den Vertical Speed achten, weil wir jetzt schon, ja, gerade noch ein bisschen gesunken sind, dass wir jetzt mal bei ungefähr 0 bleiben, also Vertical Speed 0, also die Höhe ungefähr halten. So, da sehen wir schon mal eindeutig den weißen Rauch wieder. Jetzt halt nur die Frage, warte mal, müssen wir noch ein bisschen, ich glaube, wir müssen noch weiter nach rechts, ne? Sind noch viel zu weit links, glaube ich. Mal Flaps weiter raus. Ja, wir sind noch viel zu weit links. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts. Wir haben viel zu früh eingedreht. Da hätte ich etwas später eindrehen sollen. So, jetzt aber genau. Geschwindigkeit ist jetzt auch bei ungefähr 80 Knoten. Jetzt aber scharf links eindrehen. So, 30 Grad Neigung nach links. Sonst, damit wir keinen Bank Angle haben, sondern maximal halt was geht. 30 Grad Neigung. Genau, können wir hier mit der Anzeige hier sehen. Mit dem Fluglagenanzeiger, genau, kann man hier oben ja erkennen, wie viel Grad das Flugzeug, wie viel man das nach links bzw. rechts halt geneigt hat. Und da sind ja 30 Grad so das Maximum, was man machen sollte. So, leicht sinken wir jetzt weiter. Geschwindigkeit nehmen wir jetzt auch weiter raus. Schubhebel habe ich jetzt ein bisschen weiter zurückgenommen. Sind jetzt auf 500 Fuß, also noch um die 200 Fuß sinken, bis wir dann nicht mehr weiter sinken. So. Okay, Geschwindigkeit ist jetzt echt eigentlich schon ganz gut, nicht mehr viel langsamer. Wir sollten nicht mehr viel langsamer werden. So, jetzt möglichst horizontal erstmal bleiben. Vertical Speed sollte runtergehen. Er sollte wieder auf ungefähr 0 jetzt kommen. Geschwindigkeit ist gut. Geschwindigkeit ist sogar sehr, sehr gut. Flaps habe ich noch nicht auf 40, jetzt aber gleich. So, Höhe ist auch super. Genau, jetzt Schubhebel auf Idle. Bisschen noch horizontal fliegen und jetzt geht's runter mit der Nase. Ab in Richtung Landebahn. So, will der da links eindrehen, das Auto? Ne, das fährt rechts lang weiter. So, wir kommen nämlich hier wieder knapp über die Straße, knapp über den Boden. Ich denke mal echt, man würde gleich jetzt hier mit den Rädern am Boden aufkommen. Da, also da, wo es runter geht, aufkommen. Und Touchdown, wir sind am Boden. Kurz mal Reverse und Reverse schon wieder zurück und voller Schub und wir rotieren wieder. Na, das sah doch eigentlich echt mal nach wieder einer richtig guten Landung aus. Super Anflug. Und das Abfangen wird auch immer besser, finde ich, Leute. Klappt bei uns auch immer besser, das Abfangen. So, Flaps upset. Genau, fahren wieder ein. Schub. Passen wir wieder an und wir gucken uns hier die Sofortwiederholung an. Genau, 60 Sekunden. Passt gut. Und dann gucken wir mal von außen. Das sah doch eigentlich echt gar nicht so schlecht aus. Aber man denkt echt immer, wenn man das vom Cockpit aus guckt, man würde gleich mit den Rädern hier, da wo es so steil runter geht, aussetzen. Aber mit der Höhe hat jetzt hier auch alles wunderbar gepasst. Wir haben es hier schön noch horizontal gehalten. Genau. Und da dann langsam die Nase immer weiter nach unten geneigt. Und so wie wir das jetzt gemacht haben, so würde ich es eigentlich am besten immer machen. Von der Höhe, von der Neigung und so. Richtig knapp über die Straße, da passt kein Fahrzeug mehr durch. Keine Person sollte da stehen. Und dann hier schön perfekt runter. Und da Touchdown. Naja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr da nochmal hochziehen sollen, aber nur ganz leicht sollte man hier hochziehen. Weil sobald man hier zu stark hochzieht, sobald man da wirklich zu stark hochzieht, ist es schon soweit, ist es dann nicht mehr so gut nämlich. Weil dann, aber wir könnten Front Gear oder eine andere Ansicht. Machen wir mal die hier. Weil sobald man da zu stark hochzieht, ja, ist es dann schon wieder, dass das Flugzeug wieder zu stark neigt, wieder hochzusteigen schon. Obwohl man nicht mehr allzu schnell ist, aber es geht dann nochmal leicht hoch. So, ey, richtig knapp über dem Boden. Alter, rechts muss das ja verdammt nah am Boden sein. So, und hier leicht abfangen, dann hier leicht horizontal halten, aber es geht sogar mit dem Abfangen. Also man muss gar nicht so stark abfangen, finde ich. Wenn man es richtig timet und alles, kommt man da echt gut bei der Touchdown-Zone runter. Aber am besten ist vielleicht hier eher bei dem Flughafen, wenn man sogar ein bisschen früher runterkommt. So, das ist Front Gear. Genau, da können wir mal hier bei dem, können wir das Gear gut beobachten. Naja, genau, kann man mal gut gucken, wie nah wir hier am Boden drüber fliegen. Genau, sieht man hier einmal den weißen Rauch. Und dann geht es hier runter. Kann man echt mal gut beobachten, wie nah man jetzt hier eigentlich drüber fliegt. Seht ihr jetzt mal hier,
wie knapp wir da drüber fliegen. Das ist so verdammt nah, wenn man hier mal guckt. Auch da drüben halt mit dem Flügel da rechts. Das ist schon krass. Aber wir kriegen, guck mal, wie nah wir, wie passen wir das Flugzeug immer so halt hier so schön auch mittig ausrichten. Das klappt immer echt richtig gut. So viel zu der Sofortwiederholung und es geht wieder weiter in weiter mit der nächsten Platzrunde und wieder dann gleich mit dem nächsten Anflug. Genau, und dann unterbreche ich an der Stelle am besten wieder und melde mich dann gleich wieder zurück, wenn wir dann wieder uns auf die Landebahn ausrichten und zum nächsten Anflug ansetzen. Also dann, bis gleich. So Leute, gleich geht's wieder in die Anflugphase über hier zum Anflug auf den Flughafen von der Insel St. Barths hier in der Karibik. Zum Anflug mit der Twin Otter der De Havilland Canada DHC-6 auf diesem Flughafen, genau. Und hier sind sogar zwei Flugzeuge in der näheren Umgebung. Einmal diese, der Van RV6A, der ja vor einiger Zeit da unten auf dem Flughafen St. Barths gestartet ist. Und dann habe ich irgendwo in die Richtung noch eine Dash 8 eben noch gespottet sozusagen, noch gesehen. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt hinten ist. Der Himmel sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. Sieht echt gut aus. Hier auch durch das Add-on Real Environment X Essentials Plus with Overdrive. Dieses Add-on stellt es einfach so schön alles dar, den Himmel. Auch die Sonne ist ja, glaube ich, dadurch dargestellt. Und auch hier mit dem Wasser und so. Sieht echt gut aus. Aber jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo die Dings ist. Die Dash 8 habe ich eben noch gesehen. So langsam drehen wir mal wieder nach links ein. Wobei wir müssen noch gar nicht so stark eindrehen. Wir machen mal nur so ganz leicht, so wie wir es jetzt haben. Genau, Geschwindigkeit ist schon ein bisschen langsam im Moment, finde ich. Können wir ruhig eigentlich nochmal ein bisschen erhöhen, aber nur leicht. Ich habe den Schubhebel mal leicht nach vorne gemacht, ihr seht auch schon, wie das aber... Ich habe nur wirklich ganz leicht nach vorne gemacht, wie das hier schon auswirkt. Und dann merkt ihr, das Flugzeug zieht so ein bisschen an, zieht so einen nochmal ein bisschen mehr nach vorne. Irgendwo habe ich hier eben noch eine Dash 8 300 gesehen, aber die wird wahrscheinlich jetzt zum Flughafen Princess Juliana International fliegen. Die war auf 11.000 Fuß ungefähr, die Dash 8. Und die Insel St. Martin ist ja hier direkt um die Ecke. So, genau, da sehen wir wieder den weißen Rauch. Und jetzt geht es eigentlich jetzt genau links auf die links nochmal rum und auf die Landebahn ausrichten. Geschwindigkeit, jetzt geht es wieder los mit Geschwindigkeit anpassen, Höhe anpassen. Wir sind nämlich gerade nochmal stark gestiegen, fällt mir jetzt erst auf. Wir müssen nochmal ein bisschen sinken, wir sind nämlich jetzt schon wieder auf 900 Fuß, wobei wir aber noch weit genug weg sind. Also das sind ja jetzt gerade nur nochmal um die 600 Fuß, die wir sinken müssen. Das ist ja 0, nichts geschehen. Wenn wir jetzt mit 500 Fuß pro Minute sinken, sind wir in einer Minute schon wieder auf 300 Fuß. Das geht ja dann ruckzuck. So, jetzt habe ich den Schub wieder nur ein kleines bisschen erhöht. Und man merkt gleich hier auch an den Drehzahlanzeigen, Temperaturanzeigen, wie das gleich alles ein bisschen stark, wie das gleich schon einen ordentlichen Ausschlag wieder Unterschied macht. So. Passt aber jetzt gerade wieder ganz gut. Wir sind jetzt ungefähr bei 90 Knoten, bzw. 85 irgendwo in dem Dreh, bei der Geschwindigkeit. So, 700 Fuß. Na, wobei müssen wir gucken, dass vielleicht doch noch ein bisschen stärker sinken, aber es passt eigentlich ganz gut. Wir sollten halt nur nicht zu hoch sein. Wobei, da muss man halt die Nase ein bisschen früher nach unten neigen. So, wir müssen den Schub aber jetzt mal deutlich langsamer machen. Aber ich glaube, jetzt sind wir mal so hoch, wie wir noch nie hier angeflogen sind. Aber lass uns das vielleicht mal aus so einer Höhe probieren. Einfach mal, um nochmal was Neues hier zu machen. Einfach mal, um mal ein bisschen aus einer anderen Höhe auszuprobieren. Sind wir mal auf 500 Fuß. Gucken wir mal, wie das ist. Muss mal die Nase jetzt viel früher nach unten drücken. Schub ist jetzt schon auf Idle. Wobei, wir kommen jetzt schon auf 300 Fuß. Aber ne, hier, ich glaube, auf der Höhe sind wir fast noch nie hier über das Festland, dann über die Küste drüber geflogen. So, Flaps sind voll. Schub ist auf Idle, passt alles. Achtung, Straße frei bitte. Da fliegen nochmal knapp hier die Vögel durch. Nochmal knapp hier einen Vogelschlag vermieden. Genau, das war ganz schön knapp gerade. Wenn wir ein bisschen später da gewesen wären, hätte es auch im Vogelschlag enden können. Aber das ist nicht passiert. Und Touchdown. Ah, leider nochmal ein bisschen hochgekommen. Leider nochmal ein bisschen hochgehüpft das Flugzeug, glaube ich. Naja, vom Abfangen her hätte vielleicht auch noch ein bisschen weicher sein können. Beim nächsten Mal gucke ich mal, dass ich mich noch ein bisschen noch mehr auf das Abfangen konzentriere, dass ich dann noch genauer zum Abfangen, genau, noch mehr, dass ich mich noch mehr darauf konzentriere. So, dann gucken wir uns wieder die Sofortwiederholung an. Und dann setzen wir eigentlich auch schon gleich zur wahrscheinlich letzten Landung hier vom Landetraining an. Genau, heute mal jetzt hier bei der Landung hier mal so hoch, wie wir bis jetzt hier noch nie gewesen sind, als wir hier drüber geflogen sind. Wobei das eigentlich auch von der Höhe ganz gut passt. Ich weiß halt echt nicht, wie hoch die hier in echt drüber fliegen, sobald die über der Küste fliegen. Da haben die bestimmt so Anhaltspunkte und alles mit den Höhen.
Aber ich finde, so bei 300 Fuß haben wir eigentlich da was ganz Gutes, ganz guten Kompromiss eingegangen. Passt eigentlich von der Höhe ganz gut. Aber hier haben wir wieder die Höhe optimal reingekriegt, hatten wir wieder optimal. So, jetzt gucken wir mal beim Abfangen. Weil das ging eigentlich. Hey, die Landung war eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, hochgesprungen sind wir gar nicht mehr. Eigentlich eine super Landung. Die sah eigentlich echt richtig gut aus, Leute. Halt. Noch eine Sofortwiederholung gucken wir uns an. Nochmal 60 Sekunden. So, und zwar nochmal hier von der Kontrollturmansicht. Also, gut, es ist nicht vom Kontrollturm vom Flughafen richtig, aber halt hier so. So. Und dann hier schön runter. War aber eigentlich ein perfekter Anflug, auch so wie wir hier richtig. Alter, verdammt steil hier runtergeflogen, aber hat hier echt alles gut gepasst. Perfekt. Und hier vom Abfangen gucken wir nochmal. Es geht eigentlich. Ich hätte mal. Das Beste wäre natürlich, wenn man so in einem Fluss abfängt und dann so knapp über Landebahn dann so schön aufsetzt. Also wisst ihr, wie ich meine? Halt, das ist so. Finde ich so wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich so am besten. Also wenn man halt so schön abfängt und so sanft das hinkriegt, so in einem, so im Smooth, alles in einem. Und es halt schön so alles, genau. Und so abfängt, dass man halt dann genau leicht hochkommt und dann halt passend aufsetzt. Und nicht so hochzieht, dass man halt dann wieder leicht hochgeht. Das besteht halt die Gefahr, wenn man zu stark hochzieht, dass man halt wieder leicht hochsteigt. Wobei wir gar nicht so schnell sind. Aber ich habe noch nie jetzt in letzter Zeit so richtig auf die Geschwindigkeit geachtet, die wir dann haben. Machen wir vielleicht nochmal jetzt bei der nächsten oder halt letzten Landung, die wir jetzt nochmal hier beim Landetraining machen. Dass wir nochmal ein bisschen vielleicht mehr auf die Geschwindigkeit achten. Wie die dann ist, wenn wir hier wieder so leicht hochziehen. Gut, aber ich unterbreche an der Stelle wieder und melde mich dann gleich wieder zurück, wenn es dann weitergeht, wenn wir dann wieder, genau, uns in Richtung Landebahn ausrichten, wenn wir dann gleich wieder links eindrehen und dann mit der Anflugsphase wieder beginnen. Also dann, bis gleich. So Leute, gleich setzen wir auch zur letzten Landung mit der Twin Otter auf dem Flughafen von St. Barths für dieses Landetraining an. Genau, dann ist erstmal dieses Landetraining hier auf dem Flughafen auch schon wieder zu Ende. Das heißt, wir machen jetzt auch gleich eine vollständige Landung auf jeden Fall. Und dann haben wir auf jeden Fall eigentlich auch ein schönes Landetraining hier wieder gehabt, haben einiges nochmal hier verbessert. Also ich finde, klappt auf jeden Fall nochmal ganz gut, haben es wieder gut reinbekommen hier mit den Landungen. Hat eigentlich wieder richtig gut geklappt, auch mit dem Anflugweg und her und so weiter und so fort, haben wir es echt gut hingekriegt. Und wenn man halt jetzt immer weiter übt und so weiter, dann wird es auch immer besser halt dann auch mit dem Abfangen und so. Da kommt man halt dann rein, weiß man genau, wie muss ich wann und wo ungefähr fliegen und dann passt es auch alles perfekt. Übung macht den Meister, genau so ist es. Also immer üben, üben, üben und dann klappt es auch. Genau, so, wir richten uns also jetzt wieder mal in Richtung Küste aus. Na, sind wir vielleicht ein bisschen zu weit rechts schon. Na egal, wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen nach links und dann gleich wieder, schon wieder leicht gegenlenken und geradeaus ausrichten. So, Flaps jetzt schon mal auf 10 Grad. Genau, ich glaube, wir müssen gleich nochmal ein bisschen nach rechts eindrehen, aber das können wir dann am Ende machen. Sollen wir dann auf die Landebahn uns ausrichten, sobald wir die halt auch sehen, die Landebahn. Jetzt ist erstmal wieder so Pi mal Daumen ungefähr im Anfliegen, aber wenn wir echt diesen weißen Rauch da nicht hätten, na gut, dann müssen wir so ungefähr nach dieser Einkerbung gucken, wo halt der tiefste Punkt da ist, von diesem, wo die Hügel da so runtergehen. Weil sonst weiß man eigentlich gar nicht ungefähr, wo man sich da jetzt dran, welchen Punkt man sich festhalten soll, wo man da jetzt, in welche Richtung man sich ungefähr ausrichten soll, solange man die Landebahn noch nicht sieht. Ja, ich gehe jetzt nochmal so leicht nach rechts, so einem Rechtsex, heißt, wir müssen noch so ein bisschen geradeaus jetzt aber gleich eindrehen. So, von der Höhe müssen wir nochmal ein bisschen sinken, dass wir jetzt wieder so mit 300 Fuß da über den Rauch ungefähr, mit 300 Fuß über Boden dann sind, wenn wir die Küste überfliegen, den Strand. Genau, Schubgeschwindigkeit passt alles, Flaps gehen jetzt auf 30 Grad. 600 Fuß, müssen jetzt nochmal nee, 300 Fuß sinken. So, jetzt sind wir gleich auf 500. Schub noch mal ein bisschen weiter. Ne, wobei, Schub passt eigentlich. Dürfen wir das später rausnehmen. So, Vertical Speed. Bisschen noch weiter verringern. Jetzt auf 40 Grad die Flaps. Okay, Geschwindigkeit ist jetzt doch schon bei Minimum. Also langsamer sollte echt nicht mehr sein. So, Höhe passt ganz gut. Wir kommen jetzt gleich auf die 300 Fuß drauf zu. Und dann geht es gleich runter. Da ist es soweit. So, Schub kann eigentlich jetzt auf Idle. Und jetzt in 3, 2, 1 drücken wir die Nase runter, fliegen wieder knapp über die Straße, knapp über den Boden in Richtung Landebahn drauf zu und machen jetzt eine vollständige Landung. Ein bisschen wieder zu stark hochgezogen, aber da schön
Touchdown. Und ich glaube, wir sind sogar jetzt mit allen drei Rädern gleichzeitig aufgesetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe aus dem Cockpit. Aber sonst an sich wieder eine sehr schöne Landung. Perfekt abgebremst, mit dem Reverse hier gearbeitet. Passt wunderbar. Jetzt sind wir leicht zurückgerollt, aber das Flugzeug ist nicht nach hinten runtergekippt. Boah, stell dich mal vor, ihr würdet da im Flugzeug sitzen. Auf einmal geht das Tail hier so runter. Das wäre echt bitter. Oha. Für das Passagier, man sitzt da hinten drin, auf einmal geht so das Tail hinten runter. Das ist ja uns schon mal, ich glaube, beim ersten Landetraining ist uns das nämlich mal passiert. Da ist es, als wir hier abgebremst haben. Und ja, das Flugzeug noch relativ neu für uns war. Jetzt haben wir ja schon mehr Erfahrung mit dem Flugzeug. Als es dann noch relativ neu für uns war, da ist ja uns ab und zu mal so passiert. Nachdem wir Reverse und so mit Bremsen und so das noch nicht richtig in der Abstimmung hatten. Ich habe jetzt aber eben nur Reverse benutzt, aber als wir da halt Reverse und Bremsen und so das noch nicht richtig abgestimmt hatten, also ist das Tail ja hinten manchmal so runtergekippt. Das hat aber hier extra natürlich so ein, seht ihr dieses kleine Metallstückchen, was da so raussteht hier? Das ist extra, um halt so einen Tailstrike auch zu vermeiden. Nee, doch Tailstrike, beziehungsweise damit das hinten halt nicht aufsetzt, genau. Um das zu vermeiden. Aber stell dir mal vor, ihr würdet echt in so einem Flugzeug sitzen, auf einmal klappt das so nach hinten runter. Das war nicht so schön, glaube ich. So, geht's so hinten runter. Genau, aber wir gucken uns jetzt nochmal gerade die Sofortwiederholung an. So, 60 Sekunden ist schon zu wenig. Machen wir 120. So, da geht's rüber übers Festland. Hier wieder fester Beobachter. Und gucken wir mal, wie jetzt hier die letzte Landung war. Hat aber auch nochmal ganz gut geklappt, finde ich. Aber das ist hier echt irgendwie so eine Sonderlackierung für Winair. Irgendwie vielleicht sowas mit 50-jähriges Jubiläum oder sowas. Weil hinten irgendwie sowas mit 50 und so in Golden und so weiter draufsteht. Kann ich mir vorstellen, irgendwas so Jubiläum oder keine Ahnung, 50. Twin Otter oder was weiß ich irgendwie. So, genau, da haben wir die Nase schon wieder schön runtergedrückt, hier knapp über die Straße. Wobei, ich glaube, jetzt sind wir mal ein bisschen höher über die Straße, als wir sonst drüber geflogen sind. Hier aber wieder knapp über dem Boden und hier eigentlich schön ausgerichtet, hier schön hochgezogen. Aber sobald man da wirklich die Nase eigentlich doch nochmal irgendwie so doch so ein Stück stärker nach oben zieht, so wie ich die eigentlich nach oben ziehen würde, wenn ich jetzt normal abfange bei so einer normalen Landung, geht das Flugzeug echt schon wieder nach oben, finde ich. Ah ne, ich wollte nochmal hier, Luftfahrzeug, haben wir hier nochmal irgendwas? Lass uns mal hier diese Nose-Ansichten, man kann auch so gucken voraus. Hier machen wir mal so, aufs Flugzeug vorne drauf. Also sobald man da wirklich dann doch mal ein bisschen stärker hochzieht, tendiert es gleich wieder zu stark hochzuziehen, finde ich. Also besonders, wenn man jetzt hier halt sofort aufsetzen muss. Oh, hier sieht man mal richtig, wie knapp das dann so runtergeht. Wo man hier halt richtig früh wirklich aufsetzen muss. Gut, bei anderen Flughäfen, wo man halt da nicht so erstmal, so, wo man davor nicht so wie hier erstmal nochmal so einen starken, nicht so nochmal so stark erstmal runter, nicht so stark erstmal hier, na, nicht erstmal so stark runter drückt das Flugzeug, ist natürlich nochmal anders mit dem Abfangen und so. Weil hier musst du ja viel mehr abfangen, viel mehr, weil das Flugzeug geht ja schon leicht runter und du musst die Nase ja wieder nach vorne hochkriegen. Also die Nase ist ja vorne unten geneigt und du musst sie ja hier beim Abfangen hochkriegen und sonst bei anderen Anflügen ist ja nochmal ganz anders, deswegen ist hier mit dem Abfangen halt auch nochmal ganz anders was zu machen. Naja gut Leute, aber das war es an der Stelle auch schon wieder von diesem Teil hier, von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wenn euch hier das Landetraining in der Karibik auf dem Flughafen von St. Barths gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr mehr so Landetraining sehen wollt, dann drückt einfach den Daumen nach oben, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und genauso, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, das Landetraining, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Flug wieder, dann geht es aber wieder von A nach B irgendwo hin. Und mal gucken, so nach 5 Flügen oder 3 Flügen oder was weiß ich. Gucken wir mal, dass wir woanders wieder mal ein Landetraining machen, dann mal auf einem Verkehrsflughafen, einem internationalen Verkehrsflughafen wie Frankfurt, Wien, Barcelona, Hongkong, Dubai und so weiter und so fort. Genau, gucken wir mal, wo wir dann ein Landetraining machen werden, mit welchem Flugzeug. Das werden wir dann beim nächsten Landetraining sehen, aber nächstes Mal sind wir erstmal wieder mit einem anderen Flugzeug auf einer Kurz-, Mittel- oder Langstrecke unterwegs. Das werdet ihr im nächsten Teil erfahren. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.